Hallihallo, Hallöchen, YouTube. Wir heute dabei ein bisschen Throne of Liberty spielen, und zwar im Story-Modus. Wir werden uns einen komplett neuen Charakter machen. Und da jeder einzelne von euch, gehe ich schwer davon aus, kein einziges Mal sich irgendwie wirklich der Story zugewandt hat, sondern direkt Richtung 50 gerusht ist, mich eingeschlossen, werden wir jetzt quasi wirklich ganz, 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 ganz chillig die Story durchgehen und alles durchlesen, jede Quest mitnehmen, etc. pp. Wir kriegen das hin. In der Hoffnung, dass diesmal und fingers crossed sowohl keine Lakes da sind, als auch alles andere passt. Dann werden wir aber gleich herausfahren, wenn ich auf New Game drücke, die Cutscene losläuft und es anfängt zu laggen. Dann kullert hier mir so eine Träne runter, aber fein, okay? Wir kriegen das irgendwie hin. Wir kriegen das irgendwie gebacken. Alright. Ich sehe schon, meine Auslastung ist wieder through the roof. Aber das passt schon. Hoffentlich. So ein bisschen. Also hier steht zumindest konstant 60 FPS und ich hoffe, dass es auch in Game jetzt passt. Ich drücke Nugame. Und wie gesagt, einmal Story. Wir gucken nicht auf unseren Gearscore. Wir werden vielleicht ein paar Dungeons rennen. Maybe auch nicht. Müssen wir mal gucken. Aber wir versuchen, so viel Story wie möglich rauszubekommen. Wir versuchen, die lokalen, diese Area-Quests zu machen, weil die ja auch nochmal Story drin haben. Wir versuchen einfach, das Spiel storymäßig zu genießen und nicht auf den Hustle zu gehen. Also, New Game. Komm schon. Achso, ich muss ja noch Server auswählen. Nehmen wir nochmal unseren Server. Ärmchen drücken. It is said to be the seal stone containing Sylveth, goddess of destruction. This magical star of destruction was shattered into pieces all across the world. And those who were born with this fragment were called the Starborn. In 1192, during an age of conflict, the Archean commander Khazar sought to use the power of the star fragments as a tool of war. The wizard Yon Junith sent Calanthea, a witch, to the remote island where Starborn were hiding. Mm-hmm. Fire! Ach, wirklich gute Grafik, ja. Okay. Nice. Nice. Alright. Wir wählen... Was wählen wir denn aus? Wählen wir männlich oder weiblich aus? Wir machen uns mal einen weiblichen Char. Komm.
Vor den Bubis. Oder so. Appearance Settings. Ich glaube, die sieht halt soweit eigentlich schon ganz gut aus, ne? Gibt's denn. Das ist auch lustig. Finde ich cool. Kann man denn irgendwie Haare? Haare ist so immer so ein Ding. So ein Wuschelkopf. Oh, auch stylisch. Boah, so ultra lange Haare. Komm, wir machen uns so ultra lange Haare. Was ist das jetzt? Type? Achso, das ist schon ein Preset. Achso, okay. Kann ich irgendwie. Kann ich hier keine Farben oder so auswählen? Achso, doch. Ja, hier die Farbe. Ja, was machen wir denn? Orangenes Haar? Ja, wir machen so ultra langes orangenes Haar. Let's go. Ich glaube, die gefällt mir eigentlich schon so, wie sie ist. Start Game. Wenn ihr nicht zu lange im Charakter, also, ne? Wenn ihr Story hier erleben. Und ich bin nicht so gut im Charakter erstellen und machen. Ja, nimm dein Schwert. Tutorial, bla bla bla. Don't show this again, bitte. Das brauchen wir nicht. Ich hab schon ein bisschen gespielt. Bam. Nice. Mercy. Gib kein Mercy. Das Ding ist, also wie ihr vielleicht erkennen könnt, ich habe mir, also dadurch, dass ich gespielt habe, habe ich mir die Sachen auch schon anders da überlegt, weil ganz ehrlich, was ist denn das für ein Ding? Da soll man von quasi 7, 8, 9, 0 und dann quasi scharfes S und Dings. Wer nimmt denn seine linke Hand und bewegt die einfach quasi komplett auf die rechte Seite? Hä? Dafür gibt es Mäuse. Also, ja. Ich habe hier so eine Razer-Maus und da sind einfach 6 zusätzliche Tasten dran und dann geht das. Ja, ist halt wirklich heftig, ey. Ach, das hätte ich aufladen müssen. Naja, egal. Oh, da krabbeln sie aus dem. Die sind aber auch wirklich. Okay. Awaken the wild power in the star fragment. Die sind aber auch wirklich schon sehr hässlich. Ja. Oh no! Valencia! Da bin ich. Da. Oh. Es ist wieder eins. Bin mir auch nicht sicher.
Ich glaube, ich habe Calanthian in der Story kein einziges Mal wieder gesehen. Also, na gut, aber wie gesagt, ich bin halt komplett durchgeskippt. Oh. Echt wie damals. Wer ist er denn? Who's there? Maybe I'm hearing things. The sound stopped? After all these years, okay. The memory of that day, also, ich habe wirklich durch alles durchgeskippt, ne? Also, ich habe mir keine wirkliche Zeit gelassen für hier wirklich ordentlich mal das Spiel von... Ah, okay. Wir rennen automatisch hier hin. Who goes there? Ah, ja, wir müssen unseren Namen vergeben. Feliana. Already in Luz. Feliana? Ha! Help me open this. Ja, klar, werde ich dir helfen. Let's go. Zack. Hey, it's you. Whoa, it's me. Are you all right? Did you have that nightmare again? Ja. War schlimm. Please don't feel guilty. The elder wouldn't want you to feel this way forever. Come on, why don't you go out and get some fresh air? Oh right, Lottie just left to go to Moonshade Town. You should follow her. Ja, komm doch mit mir. I'd love to come with, but running makes my arm hurt. I'll bet Lottie morphed. If you want to catch up to her, you'll have to morph too. Ah, that Lottie. She didn't take the map again. Can you take it to her? I drew up the map because she asked for it too. Okay. ich will mal gerade in den Settings gucken, ob wir vielleicht... Oh, Language. Voice Language, Display Language. Ah, wir können... Also es gibt keine Subtitle Language, ne? Ich will halt ungern die Sachen auf Deutsch stellen. Dann werdet ihr nämlich auch mehr verwirrt, wenn ich irgendwelche Sachen mache und ihr das nachgucken wollt oder Guides lesen wollt. Die sind halt alle in Englisch. Die sind einfach... Die sind alle in Englisch und es tut mir wirklich leid, aber... Mittlerweile sind halt Games einfach quasi, also gerade MMOs, die müssen halt in englischer Sprache gespielt werden. Wenn du da Guides haben willst, die auch was wert sind. Ja. Also sehr wenige Deutsche machen halt Guides. Und ja, es ist halt quasi alles Englisch. Ja. Ja, ich kann halt nur wirklich die Display Language ändern. Aber maybe, okay, maybe für euch machen wir das mal. Pick up the map on the table. Damit ihr auch lesen könnt, was die Juten sagen. Ne? Warum? Ist, glaube ich, wahrscheinlich auch besser. Um die Karte zu öffnen. Guck dir das mal an. Da haben wir ein bisschen was. Was ich cool finde, was ich hier noch nie gemacht habe, die Flüsterinseln, da ist man, glaube ich, nie wieder, weil man ist hier auf Laslan und Felswacht. Aber Flüsterinsel, da ist man nur im Tutorial. Ist man nur im Tutorial unterwegs. Gut. Nehmen wir die Karte mal mit, so Lottie. Alright, let's get going. Machen wir uns auf den Weg? Das stimmt doch gar nicht, der kommt doch gar nicht mit. Wieso wir? Let's go. Oh.
Er muss halt schon sagen, das Spiel ist, denke ich, auch ziemlich episch gemacht. So, sprechen wir mal mit der guten Lotti. Did you see that? That was Gigantrite. Oh, I heard that it's passing with Spirion today. Nice. Der Gigantrite. Viele von euch waren bestimmt schon auf ihm drauf. Er hat ein paar Materialien. Ja, du hast die Karte vergessen, ja. Adventurer, du kennst meinen Namen nicht. Ich habe die Karte mit dabei. Ja, klar. Was wollen wir denn in Dubomond? I need to repair something in Crescent Town. Since you're here already, do you want to go to the training grounds with me? It's been a while since you've seen some action. Ja, was soll denn das? I'm sure it's nothing too serious or urgent. Besides, today is the day when Gigantrite passes by Whisperion. Whisperion will be full of energy today. So let's take it easy. Why don't you take this chance to try out a different weapon? You can't keep using that broken sword forever. Then we can go to Moonshade Town. What do you say? Now, let's go. Ja, von mir aus. Machen wir doch mal. Seems like Clay is here too, given the special occasion. Schön. Wurde echt sehr viel Detail hier noch mit reingebracht, ne? Ist mir nie aufgefallen. Dass wir hier echt noch extrem viel Detail mit drin haben. Today is the day where the massive divine beast called Gigantrite comes by. Gigantrite is really, really big. If I see Gigantrite, I'm going to yell hello really loud at it. Ach Gott. Hello. How are you doing? So. Lotti, hello. What are you doing? Let's go inside. Ja. Der erste Bug. Manchmal funktioniert mit dem F nicht so ganz. Da muss man sich repositionieren oder mehrfach F drücken. Ja, möchte ich. You're new to these weapons, right? Let me teach you. Well, I'm sure you already know you can equip up to 2 weapons. Try out different weapons and find a weapon that you like. Jawohl. Ich sag mal, Leitfaden dafür brauchen wir nicht anzuzeigen. Ich will ausprobieren in diesem Playthrough. Hätte halt gerne Stab auf jeden Fall gespielt. Und maybe Zauberbuch. Also Stab und Zauberstab. Und dann quasi in so eine Healer-Richtung. Aber mit mehr Damage. Also, dass ich hier noch einen Healer habe, weil... ich habe gemerkt, wenn man Dungeons läuft... Es werden immer Healer gesucht. Und vielleicht können wir das hier ja so aufziehen, dass wir den Char doch ein bisschen weiterspielen als nur die Story. Und dann auch ein paar Dungeons laufen und einfach Leuten mal aushelfen. So, ne? Weil Healer werden anscheinend immer gesucht. Es gibt nicht so viele, die Healer spielen. Jedenfalls meines Erachtens. Also gerade im Matchmaking, wo die Leute... Ja, eher reingehen, wenn sie halt neu sind und den Dungeon zum ersten Mal ausprobieren wollen. Und deswegen denke ich mir, machen wir doch mal so ein bisschen Healer-mäßig. Wir haben schon Ami-Toys, die ich nicht beschwören kann. Verwandlung. Ah, ich habe schon den Zinnritter.
So. Wir müssen dann natürlich unsere Skills anpassen. Das ist einmal unsere Q-Fähigkeit, mit der wir blocken können. Ablegen Zeit von Flugfähigkeiten. Ich will 3 Sekunden zu Heilzauber. Des Verbündeten wieder her. Sehr mehr Schaden. Ich glaube, ich nehme das. So, wir machen erstmal die hier alle raus. Und dann nehmen wir noch die Inferno-Welle mit rein. Das ist unser Dodge. Den würde ich vielleicht mal hier drauflegen. Dann machen wir hier den noch. So, verwendet Fluch. Das kann man stapeln und das sind Heal, ne? Nevermind, das macht ja auch Flugschaden. Gesundheit wieder her. Okay. Also das sind Schadenszauber sogar. Und das da ist der einzige hier? Interesting. Okay, man hat am Anfang mehr Schadenszauber als alles andere. Auch okay. Dann gehen wir doch mal auf eine Übungspuppe. Zack. Oh, sehr viel AOE gefällt mir. Shall we go to Moonshade Town? Ja, hör mal auf, hör mal auf. Bitte, danke. Ja, wir gehen zu Moonshade Town. Dumor, we're going to Moonshade Town. Can you open the gate? Sure, Lottie. You'll have a good view of Whisperian on the way too. Oh, what? Have we spent too much time? Should we hurry? Okay, die Verwandlung will ich. Whenever Gigantrite visits Whisperian, the town buzzes with excitement and energy. During such an event, you and Lottie left Whisperian's fortress to visit Moonshade Town. Oh, was ist das? Wo kam das her? Let's go and check it out. I'll go over first. Follow me with your piton and grappling hook. Nice. The tower was destroyed by an attack. Although the path was now blocked, you and Lottie made use of the piton and your grappling hooks to continue onward. Ich weiß nicht, ob wir die Zusammenfassung da immer brauchen, aber naja. Ja, bei Artillery, was ist denn passiert hier? What happened? Who could be attacking? I see a lot of black mitrans. Let's take care of this quickly. They get to Moonshade Town. Watch their movements carefully. Look for an opening for a counterattack. Okay.
Ah, ich muss mich dran erinnern, mit denen kann man, glaube ich, dreimal casten, ne? Okay. Pulli? Let's use the pulley to reach Moonshade Town. Okay. We're almost there. We're almost there. Ja, Blotti. Wenn du jetzt noch vorausrennen könntest, wäre auch geil. Was ist die denn? Warum rennt die da so? Okay. Doch, es passiert. Doch, ja, jetzt gerade passiert's. Hallo, we can't get to Hesperian with this. Ah. Ja, müssen wir uns was anderes überlegen. It's the only way to get there without a boat. Mm-hmm. This is bad. Vermetz is here. Maybe he has an idea. I will try to find a way. You go ahead and take care of the injured. Okay, also das, was sie sagt. Lottie. Well, between the two of us, we'll have it fixed in no time. Shall we get started? Okay. Also das, was sie sagt, tut nicht unbedingt dementsprechend, was dort steht. Help me. Okay. Thank you. Whisperian was hit too. Can you check it out? Folge mir zu Whisperian. Großer Baum Whisperian. Hä? So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.